Leute, es ist mal wieder soweit. Wir haben eine spezielle Aktion für euch. Und zwar mit Getreidetreu veranstalten wir ein Giveaway. Das heißt, an jedem Tag gibt es etwas für euch. Was ihr dafür tun müsst, müsst zum einen natürlich den Kanal abonnieren. Und in jedem Video wird eine Frage versteckt. Und die müsst ihr in den Kommentaren beantworten. Und dann könnt ihr etwas gewinnen. Gutes Gelingen. Ich wüsste mal gerne, wo diese Straßen, das sind in Dubai, kenne ich gar nicht. So Leute, wir befinden uns in der Wüste, da gehen wir normalerweise Kamel reiten. Allerdings, ich habe euch ein schönes Pferd mitgebracht heute, und zwar den Ferrari SF90. 1000 PS haben wir hier am Start. Und wir nur noch mal zur Erinnerung, das war das Auto, bei dem Daniel abgesagt hat, es ist das Beste, was er jemals gefahren ist. Ne? Wir können sogar damit rein elektrisch fahren. Zwar nur 25 Kilometer, aber hey, mit einem Ferrari rein elektrisch fahren ist etwas ganz Neues. Und zwar, wir haben einmal den Motor vom Ferrari 488 am Start, 780 PS und dann noch drei Elektromotoren vorne, die bis zu 220 PS leisten. Bedeutet, wir haben eine Gesamtleistung von 1000 PS und 1600 Newtonmeter. Das sieht auch eigentlich ganz cool aus, so alles schwarz, ne? So schwarz Outfit und so, ist ganz cool. Mal diese Felgen rein, komplett aus Carbon, was wir hier für eine fette Bremse auch am Start haben. Also ich glaube, das wird richtig geil zum Fahren werden. Vor allem, lasst uns mal nach hinten gehen, denn das finde ich richtig heftig. Der Motor, ich habe das noch nie gesehen, dass ein Motor so weit unten sitzt. Dementsprechend glaube ich, auf der Rennstrecke wird das heftig zum Fahren sein, vom Schwerpunkt her, wenn der so weit unten sitzt. Und auch hier, ich muss ganz ehrlich sagen, Front gefällt mir gut, aber hinten das Heck, das sieht schon echt Porno aus. Wie breit dieser Arsch hier schon wieder ist, du sollst nicht meinen Arsch filmen, sondern hier schön vom Auto, wie breit dieser Arsch wirkt, dann hier komplett alles aus Carbon, der Heckdiffusor ist aus Carbon, also das ist schon richtig, richtig heftig. Jetzt würde ich sagen, lasst uns mal den Innenraum anschauen. Da fehlen nun, also die Farbe ist schon gut, aber da fehlen jetzt noch diese roten Streifen, ne? Die vermisst ihr auch. Und zwar, schaut mal hierher, boah, allein diese Sitze schon wieder, komplett die Tür ist aus Carbon, die Sitze sind aus Carbon, also das ist schon richtig heftig und das ist krass. Das sieht mal hier richtig abgespaced aus. Jetzt drückt man mal hier den Startknopf, was da passiert. Alles okay, digital hier am Lenkrad. Okay, wir sehen hier Hybrid, also wir können jetzt rein elektrisch damit fahren, aber ich würde sagen, wir wollen natürlich die 1000 PS richtig erleben. Von daher, ich sitze schon hier drinnen und wir geben ein bisschen Gas. Let's go. So Leute, dann geht's hier auf. Schauen wir uns mal an. Allein diese Gurte, das finde ich hier schon echt geil gemacht. Schauen wir mal hier den Gurt. So, hier ist definitiv jemand gesessen, der ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, fester gebaut ist als ich. Also ich glaube, das wird, ja, Safety ist hier definitiv voll am Start. Vielleicht geht hier noch ein bisschen was. Ja, komm. Boah, was ein bisschen ist kann das man hier sogar anziehen. So, aber ich glaube hier, ja, die sind mal ganz entspannt schon am Limit. Mauern sitzen ein bisschen nach vorne. Und dann jetzt drückt man hier den Startknopf. Wie sich das schon anhört. So, Gang. Minimal hier gerade überfordert. Typisch Ferrari wahrscheinlich. Hier einmal Drive. Pedal nach vorne. So, und jetzt hat. Okay, jetzt fahren wir hier. Ganz entspannt, elektrisch. Elektro. Das Ding macht ja auch noch einen Klang. Das klingt ja sogar noch nach ein bisschen was. Dieses Heck ist einfach sowas von Porno von dem Bugatti. So, aber hier, was haben wir denn hier alles an Modis? Also, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin jetzt hier eingestiegen und ich habe 0,0 Plan. Wir sind im Sportmodus jetzt halt hier. Aber dann war das schon die richtige Einstellung mit Race. Okay. Also 220 PS Elektropower haben wir am Start. Und vom Gewicht her sind wir bei, ich glaube, knapp 1600 Kilo. Wow. Also ist wirklich voll in Ordnung, wenn man überlegt, wir haben drei Elektromotoren am Start, die natürlich ordentlich was wiegen. Und Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h. 2,5 Sekunden 0 auf 100 und vor allem was krass ist,
Das Ding war auf der hauseigenen Strecke von Ferrari schneller als der LaFerrari. Also dementsprechend muss da schon richtig was vorwärts gehen. Von daher... Jetzt geht er. Jetzt schaltet sich der Motor dazu. Jetzt schaltet sich der Verbrennermotor dazu. Ja, was du halt natürlich merkst, du merkst halt das direkte Ansprechverhalten. Untenrum, normalerweise hast du da das typische Turboloch bei einem Turbomotor, aber durch die Elektromotoren ist das hier halt direkt, hast du halt direkt die Power. Low Tire Pressure, 2,1 Bar, hallo, 2,1 Bar. Ey, ideal ist das doch, Mensch. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich finde es gerade noch ein bisschen komisch. Nein. In dem Ferrari. Jungs, da, hier auf der rechten Seite, ich kenne diese Alley, weil das Privatgrundstück hier ist. Hier auf der rechten Seite haben wir Arabian King den mittleren Teil gedreht. Da wurden wir auch angehalten, da gab es richtig Ärger. Ferrari rein elektrisch zu fahren, aber es hört sich eigentlich geil an und es ist auch eigentlich relativ entspannt, das Ganze. Hier sind so Lakes gemacht, Alcudra heißt das, Alcudra Lakes. Jetzt kommt der Verbrennermotor wieder. So, jetzt würde ich sagen, hier nochmal einmal da schön langsam drüber. Und danach hier auf der linken machen Seite wir einen Jalla Abfahrt. Da bin ich echt mal gespannt, wie hier diese 1000 PS jetzt vorwärts über Hubbel so mit 100 drüber. Also Leute, seid ihr ready? Okay, let's go. Ich bin es nicht, aber egal, was ich alles wieder vor für euch hier mache. Erster Gang, Alter, wow. Wie das Ding durchdreht. Leck mich am Arsch. Bist du bescheuert? Zweiter Gang, Boah, krass. Ey, das ist heftig. Das ist ja mal richtig heftig, wie da die Power direkt da ist. Das ist ja abnormal. Da, okay, let's go. Das, ich weiß nicht, ob das gerade im Video rüberkommt, aber ohne Scheiß, Leute. Also das habe ich wirklich noch nie gehabt. So ein heftiges Ansprechverhalten. Daniel Abt meinte, das wäre das krasseste Auto, was er jemals gefahren hat. Alter. Oh. Okay. Also das ist krass. Warum blendet er das aus? Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich meine, klar, wir haben 1000 PS am Start, 1600 Kilo, aber dass das Ding untenrum schon so anschiebt, das ist ja brutal. Das ist ja abnormal, was da geht. Da fühlt sich, ich glaube, das Ding ist geil. Ich glaube, das passiert da auf dem Bildschirm. Was ist jetzt hier los? Was passiert hier auf dem Bildschirm? Jetzt hier View Max, ich will keine View Max, ich will die richtige Anzeige. Ah! Wie viele Anzeigen gibt's denn hier? Ah, so, jetzt haben wir wieder die richtige Anzeige. Das wollen wir ja sehen, Drehzahlmesser. Tempolimit wahrscheinlich. Ne? Lass uns mal nochmal von 0 los. Ich weiß nicht, was heißt denn hier L? L könnte Launch Control sein. Ich habe keine Ahnung, wie das hier schon wieder ist. Das ist alles schon wieder hier viel zu viel Technik, Leute. Viel zu viel Technik. Einfach linker Fuß auf die Bremse, rechter Fuß aufs Gas. Das wäre schön, wenn das so wäre. Weiß nicht, geht das jetzt so? Ach, egal. Von null weg. Also, boah, alter Schwede, wie das Ding durchdreht. Boah. Krass. Leck mich am Arsch. Boah. Ey, ist das übel. Ist das übel. Nochmal aus dem zweiten raus. Boah. Er dreht direkt durch. Shit. Also ganz ehrlich, das hätte ich nicht gedacht, dass er sowas von abnormal vorwärts schiebt. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite musst du ganz ehrlich sagen, du kannst halt easy entspannt fahren damit, weil wenn du mal schaust, wie hier, weiß jemand den Preis aktuell? Wie das hier alles gemacht ist. Ach, das ist von Hake. Wirklich geil. Wird dich gleich, gleich noch melden bei mir. Mit dem Display. Und auch so, ich finde eigentlich die Sitze, für das, dass wir komplette Schalensitze haben, finde ich die eigentlich relativ entspannt. Meinst du alltagstauglich? Im Vergleich mit Lamborghini, im Aventador, im SV die Sitze. Das ist eine einzige Katastrophe. Und sonst, ganz ehrlich, der Innenraum ist halt schon auch echt geil. Wenn du hier die ganze Tür aus Carbon hast, du hast hier das Alcantara. Wir haben hier oben auch schönes Alcantara. Haben wir hier einen Tesla? Hi, hier, Rainer Elektro, Model 3. Komm, gib ihm, genau.
Und hier, schaut euch das mal an, hier komplett aus Carbon alles, auch hier unten die Konsole. Also das ist schon geil. Das ist schon, das ist hier schon sehr, sehr geil von Ferrari gemacht, aber trotzdem, ich bin halt immer noch ein riesen Fan von dem V12 Motor. V12 Saugermotor im 812 Superfast, F12 TDF, mega, mega geil. Aber trotzdem, ganz ehrlich, also Ferrari, was die hier gemacht haben, an Technik verbaut haben, ich glaube, da kann sich Lamborghini schon ein bisschen warm anziehen. Ja. Also da bin ich mal gespannt, was da von Lamborghini noch so kommen wird. Und ich würde sagen, Leute, wir machen Schluss hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit dem Pferd. Vielleicht gehen wir jetzt gleich noch Kamel reiten. Aber zum Abschluss, komm, yalla, erster Gang, hacken wir direkt rein. Und jetzt reiß mal nochmal auf. Nein, zweiter Gang. Hier, jetzt der erste. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Krass, ja. Sehr, sehr spannendes Auto. Also, mit dem Elektro hätte ich nicht gedacht, dass das so gut sich da macht. Und vor allem, wir haben jetzt da mal das Auto in Aktion gesehen. Bei Daniel Abt war es mehr so ein Kurvenfahren. Das war es auch.